Heinz, es spritzt ja aus dir nur so raus, wenn man dich antippt und du was über Gemeinschaftsprojekte erzählen kannst. Man merkt, dass du das liebst, dass du viel zu erzählen hast, dass man von dir viel lernen kann und dass du vor allen Dingen sehr viel Erfahrung hast. Ist es jetzt das eine Buch, was man braucht, wenn man ein Gemeinschaftsprojekt starten will, was alle anderen sozusagen obsolet macht? Als Beispiel, es gibt ja eine ganze Reihe Literatur zur Soziokratie inzwischen. Du gehst das auch noch mal detailliert an. Ersetzt dein Buch jetzt alle anderen? Na, aber ohne meins sollten wir es nicht mehr machen. Ich habe jetzt 15 Jahre mit dem Thema mich beschäftigt. Ich habe 1,5 Jahre dran geschrieben. Und die mich kennen, wissen ja, dass ich die 6 Jahre davor diese Wohnprojektegenossenschaft, die Wogen, mitgegründet und mit aufgebaut habe. Und da war ich sehr engagiert. Und nachdem ich vor einem Jahr ausgestiegen bin, hatte ich endlich Zeit, das zu tun, was ich vorher nicht konnte, nämlich die ganzen Erfahrungen, die ich ja gesammelt habe für unser Wohnprojekt gemeinsam mit unseren Leuten und auch von anderen Wohnprojekten, das zusammenzuschreiben, weil wir ja auch den Vorteil hatten, als wir das Wohnprojekt Wien gegründet haben, dass wir andere Projekte abgeklappert haben. Wir sind nach Deutschland, nach Freiburg, nach Hamburg, nach Zürich und auch in Wien und haben die anderen Wohnprojekte gefragt, was hat bei euch funktioniert und was hat nicht funktioniert, so um von den anderen zu lernen. Und mittlerweile ist es so, dass diese Praxis natürlich ab einer gewissen Menge von Projekten nicht mehr funktioniert, weil bekannte Wohnprojekte, das Wohnprojekt Wien, wird erschlagen mit solchen Anfragen. Wir können nur mal sagen, wir können das nicht bieten, weil wir sind alle, wir arbeiten ehrenamtlich und wir wollen ja auch da leben. Und darum war die Idee, das einfach kompakt zusammenzuschreiben, was es so an den Erfahrungen aus den ganzen Projekten gibt, um eine Handreichung zu haben, dass man da einen guten Einstieg hat. Ich habe versucht, wirklich so aus einer etwas höheren Flughöhe wirklich alle Kapitel abzudecken und dann anzubieten, wo kann die Leserin oder der Leser dann vertiefende Informationen bekommen über diese QR-Codes. Wer sind die Hauptzielgruppen fürs Buch, neben den Wohnprojekt Wien-Touristen, die du vom Haus weghalten möchtest? Also die Hauptzielgruppe sind natürlich Menschen, die selber so ein Wohnprojekt starten wollen. Das sind die, für die ich es geschrieben habe. Vielleicht auch welche, die schon eins gestartet haben und noch ein bisschen vertiefen, sich in das ein oder andere Thema begeben wollen. Und dann in zweiter Linie auch die Wohnprojekte beraten und begleiten, also Architektinnen, Architekten, Banker und Finanziers, aber auch Wohnprojekteberaterinnen, die quasi Prozessbegleitung machen. Für die soll das eine Handreichung sein und freue mich, wenn die das auch brauchen können. Und für die Beraterinnen gilt dasselbe Angebot. Also wenn die für ihre Gruppen ein Dutzend Bücher kaufen, dann können die auch von mir eine Stunde Beratung haben. Also quasi Mentoring für das Thema ihrer Wahl. Genau. Alles beginnt ja meistens mit einer Idee oder einer Inspiration. Und bei mir war diese Inspiration eben während der Weltreise, wie der Arnold vorher gesagt hat. Das, was ihr da seht, ist ein umgebauter alter Greyhound-Überlandbus, mit dem ich während meiner Weltreise 2005 aufgenommen, mit 20 völlig wildfremden Menschen durch Alaska getourt bin. Und ich hatte unglaublich Bedenken, ob mir das nicht zu eng wird oder ob ich das überhaupt aushalte mit so vielen fremden Menschen auf so engem Raum, nämlich auf geschätzten 17, 18 Quadratmeter und habe dort für mich zum ersten Mal so die echten Vorteile von Gemeinschaft erlebt, weil ich erkannt habe, dass ich da nur einmal in der Woche kochen muss mit zwei anderen und die anderen 6 Tage während der Woche kann ich mich an den Tisch setzen und bekochen lassen. Und ich habe auch gemerkt, ich muss während so einer Reise, die ja auch sehr anstrengend ist, weil man sich immer überlegen muss, wie komme ich von A nach B, was gibt es für Sehenswürdigkeiten, wo kriege ich einen Tourguide her und so weiter. Das alles wird arbeitsteilig gemacht und es ist viel, viel angenehmer. Also das war für mich so die erste Einführung in diese Art von Gemeinschaft. Und das hat dann bei mir all along eben bewirkt, wie der Arnold schon gesagt hat, dass ich nach dieser Weltreise dann beschlossen habe, meinen Job zu kündigen oder meine Firmenanteile zu verkaufen und
das anders zu probieren. Und ich habe dann zuerst noch nicht genau gewusst, wo und wie ich das machen will. Aber mir war klar, dass ich, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck reduzieren will, entweder mich zurückziehen kann irgendwo in eine Einsiedelei oder in ein Baumhaus, oder ich mache das in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und Letzteres erschien mir dann doch praktischer. Habe aber noch eine relativ lange Suchbewegung gehabt, um für mich rauszufinden, dass ich eigentlich mitten in Wien in Gemeinschaft leben will und eben nicht aufs Ökodorf ziehen, wo ich dann, wenn ich einmal einen tollen Film anschauen will im Kino oder ein tolles Konzert, dann erst wieder 150 Kilometer irgendwie zurücklegen muss. Also für mich war dann klar, ich will das mit Gleichgesinnten machen. Das ist so meine Motivation. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen was von dem Buch, das ich jetzt die letzten 1,5 Jahre geschrieben habe. Das, was ihr da seht, ist quasi die Mindmap zu dem Buch. Also das ist auch sozusagen das Inhaltsverzeichnis. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich seit vielen Jahren arbeite, wenn ich irgendetwas Komplexeres angehe. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das Buch anhand dieser Mindmap, weil das auch so ein bisschen ein Sinnbild ist für diese komplexen Wege, die man einschlägt und die man zu erledigen hat, wenn eine Gruppe ein Gemeinschaftswohnprojekt machen will. Da gibt es viele, viele, das ist so wie ein unterirdisches Tunnelsystem oder Höhlensystem, kann man sich das vorstellen. Und wenn man sich in einem dieser Wege dann verläuft und nicht mehr zurückfindet, dann kann es mit dem Projekt schlecht ausgehen. Und daher ist diese Mindmap auch so eine gute Metapher dafür, wie komplex so ein Wohnprojekt ist. Aber wenn man einen guten Plan hat und sich auf den Wegen quasi durch die Höhlen dann auch wieder eine Schnur spannt, so wie diese farbigen Äste auf der Mindmap, dann kann man auch wieder zurückfinden. Dann kann man auch wieder zurückfinden und die nächsten Schritte machen. Also ich führe jetzt anhand dieser Mindmap durch. So wird das Buch aussehen, das ist also das Cover. Es gibt ein tolles Vorwort von der Diane Leaf Christian, die viele aus der Szene gut kennen. Das ist eine Amerikanerin, die vor über 20 Jahren so einen Bestseller in unserer Szene geschrieben hat, nämlich das Buch Creating a Life Together. Und das auch für uns im Wohnprojekt Wien eine große Hilfe war. Und mein Anspruch ist so, diese Hilfe im deutschsprachigen Raum zu machen mit diesem Buch. In der Einleitung, das erste Kapitel ist also die Einleitung. In der Einleitung erkläre ich zuerst einmal, wie das Buch am besten die Leserin und den Leser unterstützen kann, als Einzelperson, als Gruppe oder auch als Trainerin oder Beraterin. Und was es mit diesen QR-Kästchen auf sich hat. Die Herausforderung bei dem Buch war, dass es sehr kompakt ist und auch ein Nachschlagwerk, das man quasi immer mit sich haben kann und das auch finanzierbar ist und gleichzeitig auch nicht zu viele Ressourcen bindet. Also ich habe mit dem Ökom-Verlag, die auch einen sehr ökologischen Anspruch haben, dann mich darauf geeinigt, dass wir das Buch als Hybrid machen aus Buch und Homepage. Also wenn alles das, was in dem Hybrid drin ist, wäre das ein 150 Euro Vierfarb-Hochglanz-Druck geworden, der dann nur mehr bei ganz wenigen vielleicht im Vorzimmer gelegen wäre. Und wir haben es so gemacht, dass wir auf 350 Seiten sehr kompakt nur in Schwarz-Weiß mit nur den wichtigsten Abbildungen das zusammengefasst haben und über diese QR-Codes, die dann auf den im Text drin sind und den dazugehörigen Nummern, kann die Leserin oder dann direkt zu den Fotos oder zu den Downloads und zu den zusätzlichen Inhalten kommen. Also so haben wir beides geschafft. Das ist quasi der Inhalt von 600-700 Seiten auf 350 komprimiert und das um lächerliche 30 Euro. Dann im nächsten Teil in der Einleitung ein bisschen ein Exkurs, was Leben in Gemeinschaft überhaupt alles sein kann. Also die unterschiedlichen Formen gemeinschaftlicher Wohnprojekte sind da erklärt, auch mit Verweis auf die Initiativen-Homepage. Der Arnold hat es schon erwähnt, in der Initiative gibt es da auch einiges an Informationen auf der Homepage, das ist da auch verlinkt. Dann die Diane Leaf Christian, die ich schon erwähnt habe, die hat auch so aus ihrer Erfahrung 7 Vorteile für eines Lebens in Gemeinschaft zusammengefasst, auf die verweise ich noch einmal. Und dann ein kurzer Exkurs in den Bereich Gemeinschaft als Konsumprodukt.
Das gibt es neuerdings auch, dass man top-down eine Gemeinschaft quasi fixfertig als Konsumprodukt haben kann. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, aber man sollte sich das zumindest mal angesehen haben. Und da gibt es auch ein tolles Interview mit der Valerie Blankenbill, die diesen fantastischen Doku, diese fantastische Doku gedreht hat, The Bubble. Wer das noch nicht gesehen hat, ist wirklich ein heißer Tipp. Sie gibt in dem Buch, in dem Interview auch noch ein bisschen Ausblicke, was im Film nicht reingekommen ist. Dann erzähle ich ein bisschen, was so mein persönlicher Hintergrund war, meine Bewegung, warum das für mich ein wichtiger Schritt war und dieses Leben in Gemeinschaft und auch meine Motivation. Und da erkläre ich so die verschiedenen Vorteile, die möglich sind, wenn man sich in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten organisiert und ein gemeinschaftliches Wohnprojekt macht. Da geht es von der Demokratisierung über zukunftstaugliche Mobilität und Reduktion des persönlichen Flächenbedarfs bis hin zu Gewerbebetrieben und anderen Nichtwohnnutzungen. Das ist also alles in der Einleitung drin. Im zweiten Kapitel geht es dann um die Vision. Also was wollen wir mit unserem Projekt erreichen? Und bei der Vision ist natürlich mal wichtig, wer entscheidet wann über die Vision. Auch wie groß soll so eine Gründerinnengruppe sein, die eine Vision macht und wie, wann und von wem kann sie geändert werden. Auch mit einem Praxisbeispiel aus dem Ökodorf Siebenlinden. Und dann ist sehr, sehr ausführlich die Methode des Dragon Dreaming beschrieben. Die Ilona Koglin, die mir da auch als Expertin noch ein Interview gegeben hat, hat sich für heute angemeldet. Ilona, falls du schon da bist, liebe Grüße nach Hamburg. Und diese Dragon Dreaming Methode, wer sie noch nicht kennt, das ist so eine ganzheitliche Projektentwicklungs- und eben Visionsfindungsmethode von John Croft und seiner Frau Vivian Elanta entwickelt. Und wir hatten das Glück im Wohnprojekt Wien, dass der John Croft gerade sein erster Österreich-Termin hatte, als wir in der Gründung waren. Was für mich an dieser Methode das Tolle ist, dass sie beides sehr gut verbindet, nämlich so dieses visionären, träumerischen Anteil und andererseits aber auch so ganz diesen pragmatischen Anteil, nämlich Projektplan, Zeitplan, Meilensteine, wer macht was bis wann, Budget, was kostet das? Also das ist das, was mich an der Methode so fasziniert. Und ein zentraler Punkt ist das Projektrad. Und da geht eben laut John und diesem Zugang geht eben jedes Projekt immer durch vier Phasen. Es beginnt mit der Traumphase, geht dann in die Phase des Planens, vom Planen ins Umsetzen, also ins Handeln und vom Handeln ins Feiern. Und einer der Ansätze im Dragon Dreaming ist eben der, dass auch das Feiern genauso wichtig ist wie die anderen Phasen und das in unserer, wenn man so will, westlichen oder nordwestlichen Kultur oft zu kurz kommt und viele Menschen und Projekte dann ausbrennen, weil sie eben vom Umsetzen gleich wieder ins Träumen oder Planen des Nächsten gehen und das Feiern vergessen. Und Feiern im Dragon Dreaming ist eben nicht nur ein mehr oder weniger geselliges Besäufnis, sondern Feiern ist im Sinne des Celebration, also Celebrating im Englischen, ist eben das auch Wertschätzen, was gemeinsam erreicht wurde. Also das ist so ein kurzer Überblick über die Dragon Dreaming Methode. Wie gesagt, ich habe es im Buch sehr ausführlich beschrieben mit entsprechenden Links dazu. Das dritte und nächste Kapitel, die sind natürlich alle so im Ablauf, wie so ein Projekt entwickelt werden kann. Das dritte Kapitel ist eben die Gruppenfindung. Und bei der Gruppenfindung geht es einmal darum, wie kann so eine Kerngruppe aussehen? Wie soll so eine Projektidee beschrieben werden? Was gibt es für Tipps für erste Treffen? Dann ab wann wird es konkret? Welche Gruppengröße wird empfohlen? Kleinere und größere Projekte? Was sind die Vor- und Nachteile? Dann ein wichtiger Teil, die Gruppenerweiterung. Wie kommen neue Menschen dazu zu einem Projekt, nämlich Menschen, die zu dieser Idee passen, die schon besteht und wie kann man die dann möglichst gut auch integrieren und in das Projekt wieder hereinholen und ganz wichtig, wieder ganz am Schluss im Kapitel ist, eben, dass die dann auch auf Augenhöhe einsteigen und sie nicht das Problem haben, was in manchen Projekten passiert ist, dass es immer so ein bisschen Unterschied gibt zwischen den Gründerinnen und den Nachkommenden. Und das ist eigentlich Gift für die Gemeinschaft.
im vierten Kapitel nach der Gruppenbildung geht es dann um die Gemeinschaftsbildung. Also wie wird aus einer Gruppe von Menschen tatsächlich eine Gemeinschaft? Und da gibt es die verschiedenen Ansätze dazu erklärt. Also zum einen mal gemeinsame, freudvolle Aktivitäten, die so quasi der Kitt oder das Bindemittel von Gemeinschaften sind. Dann aber auch Rituale. Gemeinsame, freudvolle Aktivitäten können Rituale sein, müssen aber nicht. Eines wichtiges Ritual ist so das Aufnahmeritual. Dann ein Exkurs über das zum Thema Gemeinschaftsbildung nach Scott Beck mit dem Verweis auf das Buch und die Seminare dort. Dann auch ein wichtiger Teil in unserer Szene, so die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Dann auch der Umgang mit Konflikten, eine von verschiedenen mit Behandlungsmethoden sind die sogenannten Restorative Circles, das ist kurz beschrieben, und auch Links, wo man mehr Informationen bekommt. Und auch das Thema Gemeinschaftskompass, das ist eine Entwicklung von der Eva Stützel gemeinsam mit dem Martin Stengel. Die sind Mitgründer von dem vorher schon erwähnten Ökodorf Sieben Linden, das ist so das deutsche Flaggschiff in der Ökodorf-Szene. Ich habe das Glück gehabt, das endlich mal, das mir persönlich anzusehen, war vor ein paar Monaten dort, vor einem Monat dort. Und die Eva war so nett und hat auch ein ausgiebiges Interview fürs Buch gegeben, wo sie auch diesen Gemeinschaftskompass sehr gut erklärt. Das fünfte Kapitel ist dann das Organisieren. Wie organisiert man so etwas, wenn 50, 70, 100 Menschen gemeinsam etwas machen und gemeinsam etwas bewegen wollen? Wie kann so eine Gruppe dann auch entscheidungsfähig sein? Wie kann man zu Entscheidungen kommen? Der Markus Zilker, Architekt von unserem Wohnprojekt und Nachbar, hat man mal vorgerechnet, dass es an die 10.000 Entscheidungen gibt bei so einem komplexen Wohnprojekt, die zu fällen sind. Und wenn da alle immer überall mitreden, dann wird das für alle ein Fulltime-Job und niemand kann mehr quasi den Raum verlassen und sich um sein eigenes Leben kümmern. Daher ist es ganz wichtig, dass man es schafft, sich arbeitsteilig aufzustellen. Und dazu braucht es gute Spielregeln. Dann mache ich einen Exkurs über die unterschiedlichen Zugänge in der klassischen Hierarchie, in der Basisdemokratie oder in Kreisorganisationen und gehe dann tiefer auf die Kreisorganisationen ein, also die Soziokratie in der Ausprägung soziokratische Kreismethode, also die Klassik aus Holland, die Holacracy und S3, also Soziokratie 3.0. Und dann das, was ich SIG nenne, nämlich Soziokratie in Gemeinschaftsprojekten, die Elemente aus der Soziokratie herausgenommen, die nachweislich sich in Gemeinschaftsprojekten bewährt haben, aber ohne viel Dogmatismus, sondern sehr viel Pragmatismus. Das heißt, da ist dann drin die Basiswerte, Transparenz, Partizipation, Gleichwertigkeit und positive Fehlerkultur. Dann sind drin die vier Grundprinzipien, die Consententscheidung als eines, die Kreisstruktur, das zweite, die doppelte Verknüpfung zwischen den Kreisen als dritte und die offene soziokratische Wahl als vierte. Dazu dann noch detailliertere Informationen bis hin zu auch Ablaufplakaten, die man sich dann auch als großes Plakat von mir besorgen kann, um solche Consententscheidungen oder Wahlen zu moderieren. Dann verschiedene Methoden, wie das abgebildet werden kann. Dann auch ein Exkurs, warum ich keinen Topkreis empfehle in der SIG. Topkreis ist, für die, die das nicht kennen, ist so eine Art Aufsichtsrat über dem Leitungskreis, was Sinn macht in Firmen, aber sehr wenig Sinn macht in Gemeinschaftswohnprojekten. Genau, dann gibt es auch ein Moderationsplakat für die soziokratische Wahl und dann noch ein kurzer Exkurs über sonstige Entscheidungen, unter anderem eben auch das systemische Konsensieren, das einige von euch sicher kennen, eine super Ergänzung zu den soziokratischen Methoden, wenn es darum geht, aus mehreren Varianten eine auszuwählen und wenn es nicht darum geht, eine Lösung zu finden, sondern aus mehreren gleichwertigen Varianten eine auszuwählen. Dann auch etwas ein Exkurs darüber, wie man Soziokratie in Projekte einführen kann und auch ein kurzer Ausflug in die Vor- und Nachteile der Soziokratie, weil keine Medaille hat nur eine Vorderseite, auch die Soziokratie hat ihre Nachteile und das sollte man sich anschauen, bevor man sich dafür entscheidet.
Zum Abschluss ein Interview mit der Obfrau meines Herzens. Ihr seht es schon an dem Doppelnamen. Wir sind verheiratet. Die Christine ist bei uns im Haus, im Wohnprojekt, die eine der erfahrensten Organisationsentwicklerinnen, die sich auch mit Soziokratie intensiv beschäftigt hat. Wir haben ja das Glück, im Wohnprojekt Wien gleich mehrere Profis zu haben. Der Erich Collinati, der auch ein Profi ist, ist heute, glaube ich, auch dabei. Erich, wenn du mich hörst, hallo, schön, dass du da bist. So, nach dem fünften Kapitel geht es dann in die für manche sehr trockene Materie der Rechtsformen. Also welche Rechtsform gibt es und welche hat welche Vor- und Nachteile für Gemeinschaftswohnprojekte? Da gibt es oft auch bei Gründergruppen gefährliche Naivitäten, wenn die Leute glauben, ja, wir sind uns doch eh alle grün und wir wollen eh alle dasselbe. Jetzt fangen wir halt einfach mal an und dann reden wir später über die Rechtsform. Brandgefährlich, da sind schon Freundschaften zerbrochen, da sind schon Menschen auf Dauer von dem Thema abgekommen, wenn man sich da nicht von Anfang an gut aufsetzt und da auch sich von Profis unterstützen lässt und auch für die Anwältin oder den Anwalt ein paar Tausend in die Hand nimmt, damit diese Verträge gut gestaltet sind. Dazu gibt es dann auch noch Interviews mit Profis, unter anderem mit dem Rolf Novi-Hui. Das ist der sich wahrscheinlich in den Rechtsformen in Deutschland am besten auskennt. Der hat, glaube ich, am meisten Gemeinschaftswohnprojekte begleitet, die im Erbbaurecht gemacht wurden. Er ist nämlich der Gründer der Trias-Stiftung in Deutschland und langjähriger Vorstand. Und dann noch der Rechtsform geht es dann in das andere für manche trockene Kapitel, aber das ich sehr spannend finde, nämlich in die Finanzen. Und da geht es darum, wie man die Finanzen für so ein komplexes Projekt auftreibt, wie man die strukturiert und budgetiert. Ich empfehle separate Budgets für die Gemeinschaftsbildung und auch für die Baukalkulation, also das auseinanderzuhalten. Erkläre auch dann, warum. Und also im Buch. Und dann die Finanzierung selber. Also da gibt es die verschiedenen Mittelströme, also wo kann das Geld herkommen? Aus Eigenmitteln, aus Förderungen? Was ist die Tilgungsgeschwindigkeit? Was bedeutet das für uns? Welche Finanzierungsrisiken gibt es? Dann Bankdarlehen, dann auch Interview mit dem deutschen Banker, der am meisten Gemeinschaftswohnprojekte im Gemeinschaftseigentum finanziert hat, der Benedikt Altroge, seines Zeichens Bereichsleiter bei der GRS Bank. Dann ein Exkurs über Privatdarlehen, worauf muss man dabei achten. Dann der Vermögenspool nach Distelberger erklärt und auch ein ausführliches Interview mit der Theresa Distelberger, die den größten Vermögenspool in einem Wohnprojekt, den es bisher gibt, mit begleitet hat und initiiert und aufgesetzt hat, nämlich knapp 6 Millionen Euro für das Projekt Auenweide, was 50% des Gesamtvolumens sind. Also die haben um 12 Millionen Euro jetzt gebaut und 6 Millionen haben es ein Vermögenspool aufgenommen. Dann in der Finanzen auch anzuschauen, wie kann man die Mieten oder das Nutzungsentgelt kalkulieren für die Bewohnerinnen? Wie sieht es mit Eigenleistung aus? Auch ein Exkurs zum Thema Komplementärwährung, der sehr interessant ist und die nächste Finanzkrise kommt bestimmt. Die Frage ist nur, wann und wie heftig. Und da sind Komplementärwährungen eine gute Prophylaxe, um sich als Gruppe da abzusichern. Dann das Thema Ablösen ist auch wichtig. Dann Rückzahlung von Eigenmitteln. Auch das Thema Solidaritätsfonds. Wie kann finanzielle Solidarität innerhalb des Projektes für die Nachbarn, aber vielleicht auch nach außen finanziell organisiert werden? Und zum Abschluss des Kapitels noch ein Interview mit einem Schweizer Profi, weil das Buch ist ja für Deutschland, Österreich und Schweiz gemacht. Ein Schweizer Profi, der Werner Brühwiler, lebt selber in einem großen Gemeinschaftsprojekt in Zürich, war auch lange im Vorstand von Genossenschaften. Und der erzählt sehr viel, wie das mit den Finanzierungen und Rechtsformen in der Schweiz geht. Und die jetzt, ich glaube, ein, zwei aus der Schweiz sind dabei, aber für alle Nicht-Schweizer kann ich sagen, ihr könnt ruhig neidisch sein auf die Schweizer, weil die haben dermaßen tolle Modelle entwickelt, wie die Genossenschaften finanzieren. Da kann man nur vor Neid erblassen und vielleicht ein bisschen was nachmachen, aber das wird noch ein bisschen dauern. So, dann achtes Kapitel, da geht es dann ans Bauen, also umbauen oder bauen. Nona, macht es Sinn, vorhandene Strukturen zu nützen und nicht
idealerweise nicht neu auf die grüne Wiese zu bauen und schon gar nicht, wenn die grüne Wiese für Lebensmittelproduktion geeignet wäre. Also, was ist bei der Grundstückssuche wichtig, Neubau oder Umbau? Bei der Architektur, wie finden Gruppen die richtigen Architektinnen? Die drei Auswahlkriterien, eben die fachliche Expertise, auch die Erfahrung in der Planungspartizipation der Architektinnen, aber auch so die zwischenmenschliche Chemie muss stimmen, weil man ja doch mehrere Jahre gemeinsam arbeitet und sehr intensiv arbeitet. Dann noch ein bisschen was zu den Fachplanerinnen, die man da auch braucht, und zur Prozessbegleitung. Und dann ein Exkurs noch zur Partizipationsampel, das ist ein Tool, das entwickelt wurde, um so Planungsbegleitung zu unterstützen und nachvollziehbar machen, weil ja üblicherweise die Menschen, die so ein Gemeinschaftsprojekt machen, großteils Laien sind und die mitentscheiden wollen. Jetzt müssen die Architektinnen auch eine gemeinsame Sprache finden oder anbieten, sodass die Laien wissen, wo sie überhaupt noch mitentscheiden können und wo nicht, weil manche Dinge in so einem komplexen Bauablauf kann man zu bestimmten Zeit entscheiden und zu bestimmten Zeit ist es vorbei und es bietet eben diese Partizipationsampel. Dann ein paar Worte zum Thema Bauen, zur Ökologie, auch zum Thema Eigenleistung. Was ist da möglich? Was kann und was kann nicht? Und zum Abschluss noch ein Interview mit den Architektinnen von 1:1, die eben das, der Markus Zilka und die Katharina Bayer, die das Wohnprojekt Wien geplant haben, in dem ich lebe. Zum Abschluss des 9. Kapitel, oder nicht ganz zum Abschluss, aber kurz vor Schluss des 9. Kapitel, heißt nach dem Einzug, und da geht es ja ein bisschen darum, wie kann man das gute Leben dann in der Praxis auch organisieren. Da gibt es eine wichtige Frage, an der viele Projekte auch kiefeln, nämlich soll man alles selber machen oder soll man es outsourcen und wenn ja, wie viel und wie. Dann auch das Thema Ressourcen teilen, das ist ja einer der großen Vorteile, dass wir uns in Gemeinschaftsprojekten Ressourcen teilen können, aber wie organisiert man das gut? Und was ist zum Thema Gemeinschaftspflege zu sagen, weil natürlich nicht nur während des Planens und Bauens, das ist ein ganz wichtiges Thema, sondern natürlich auch nach dem Einzug. Und ich bringe da gerne den Vergleich von häuselbauenden Ehepaaren, die vielleicht 3, 4, 5 Jahre Häuschen bauen, ihr Einfamilienhaus und ihr Wunschhäuschen bauen und sparen und arbeiten und nach dem Einziehen dann draufkommen, dass sie sich eigentlich scheiden lassen wollen, weil sie nichts für die Beziehung gemacht haben währenddessen. Und genauso ist es natürlich auch in Gemeinschaften. Es muss schon während der Planung und dem Bauen auch viel auf die Beziehungspflege, eben auf die Gemeinschaftspflege geschaut werden, aber eben auch nach dem Einzug. Und zum Abschluss die Diane Leaf Christian mit einem ausgiebigen Interview. Sie kriegt also das erste, das letzte Wort in dem Buch oder hat es bekommen. Und ich hoffe, dass ich beim Übersetzen vom Englischen ins Deutsche so diesen spitzbübischen Wortwitz von ihr mit übersetzen konnte, weil sie ist eine unglaublich inspirierende Gesprächspartnerin. Die Diane ist schon, ich glaube, ich darf das sagen, ohne ihr zu nahe zu rücken, die ist schon über 70. Und ist noch unglaublich eine inspirierende und begeisternde Gesprächspartnerin. Und ich hoffe, dass ihr das beim Lesen von dem Interview auch mitkriegt oder dass ich das geschafft habe, das rüberzubringen. Ja, und dann gibt es noch ein Literaturverzeichnis, ein Index, dann noch einmal die ganzen QR-Codes und eine Danksagung. Das, was man an diesem Bild und an deinen Ausführungen jetzt sehen kann, was für einen umfassenden Anspruch du mit dem Buch verfolgst. Ja, ja. Für mich erschließt sich dieses Konzept mit diesen QR-Codes eigentlich ganz genial, dass man in der Hand nur ein kleines Büchlein hat, was man mit sich rumtragen kann, was man immer dabei haben kann. Und mit den QR-Codes kann man natürlich dann auf viel Information zurückgreifen. Die 10 Kapitel oder die 9 Kapitel und das Interview, die wir jetzt gesehen haben, sieht man eben, dass da alle Themen, Phasen, und Anforderungen an so einem Wohnprojekt gut abgedeckt sind. Ich sehe, dass das Buch ein echter Meilenstein für unsere Szene ist. Und sicherlich in den kommenden Jahren wird sich dieses Buch zu einem, so hoffe ich, Begleiter für alle Leute, die Wohnprojekte aufbauen wollen, entwickeln. Es wird ein Nachschlagewerk sein. Es ist vielleicht auch eine Motivations- und Inspirationsquelle für alle, die den Traum vom Leben in Gemeinschaft haben und ihn verwirklichen wollen. Thank you.